So, willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Immer noch am 17.12. übrigens, ne? Mittlerweile aber 8.37 Uhr. Das heißt, in 3/4 Stunden nehme ich jetzt ungefähr auf. Oder 50 Minuten besser gesagt. Und ja, ich habe jetzt gerade zwar was anderes gesagt, als ich eigentlich jetzt machen wollte. Weil ich wollte jetzt eigentlich hier in diese eine Ecke da reingehen, wo wir jetzt mit der Nautilus weiterkommen. Wo uns der Wind jetzt nicht mehr so krass stört. Aber ich habe mir gedacht, ich bin hier eh schon auf dem Kontinent. Da können wir auch mal eben noch mal kurz doch uns vielleicht mal ein bisschen umgucken, ob es hier vielleicht noch was gibt. Und siehe da, ich habe gerade eine Höhle gefunden, ne? Ich weiß nicht mal, wo die war. Hier war sie, genau. Und ansonsten, naja, ich will da eigentlich in die Mitte rein. Aber da kommen wir wahrscheinlich durch die Höhle. Tippe ich einfach mal. So, schau doch mal. Schrein der Unai. Unai. Hi. Okay. Kann ich für dich tun? Soll ich dir mit dem im Kanu jetzt ins Gesicht schlagen oder was? Nichts passiert. Unai bewacht die Welt der Träume. Kra, während sie schläft. Ich kann krächzen, wie ich will. Sie wacht einfach nicht auf. Kra, ob sie für immer in der Traumwelt gefangen ist? Okay, dann haben wir zumindest die Dame schon mal gefunden. Ach, ich brauche bestimmt Noahs Laute, die ich bei Markus bekomme, um hier jetzt weiterzukommen. Aber dieser Mehrweg in das Schloss, der macht mich fertig. Der macht mich wirklich fertig. Aber egal. Gut, ja, genau. Hier kann man nämlich gar nicht erst rein, glaube ich. Jetzt können wir hier wahrscheinlich landen und vielleicht zu Fuß sterben. Die Wut der Wächterstatue trifft die Gruppe mit voller Wucht. Komme ich denn da dran vorbei? Okay. Nicht. Oh! 780! Okay, ich muss hier auf gar keinen Fall hin. Ich bin hier, wo ich noch nicht. Nee. Muss ich noch nicht. Wow. Okay. Ja. Ich will jetzt ein paar Items loswerden. Potion fressen wir mal. High Potions haben wir auch noch ein paar. Wie viel geben die her? Auch 500, ist doch schon mal besser. Alter Vater, ey, das ist so krank. Damit habe ich nicht gerechnet. Ernsthaft. Aber so gar die nicht. Ja, gut, da komme ich auch nicht weiter. Das lassen wir erstmal sein, ne? Würde ich sagen. Der sieht auch so löchrig aus. Das kann doch nicht richtig sein. Oder kriege ich da auch irgendwie so einen Hammer und kann mich dann durch das Gebirge schlagen? Oder. Pff. Hier können wir landen. Das habe ich, glaube ich, schon mal so. Die ganzen kleinen Teiche habe ich, glaube ich, schon mal durchgesichtet. Oder ist das der südliche Bereich, wo das mit dem Wind war? Das kann natürlich sein. Was ist denn hier unten? Einfach eine kleine Insel, die einfach da ist. Die habe ich, glaube ich, aber auch schon mal ausgekundschaftet. Was? Nein, ich wollte nicht fliehen. Ja, wenn ihr beschleunigt, merkt, dass ich den letzten Befehl, den ich ausgeübt habe, oder ausgeführt habe, besser gesagt. Und ja, das war halt abhauen. Ach, das war der Sumpf, genau. Dafür noch die Lilligrasschuhe, richtig. Dann ist das mit dem Wind, ne? Bläh. Ja. Was? Gargoyles. Ja, dann kämpfen wir erstmal normal gegen die, würde ich sagen, oder? 100. Ausgerüstet mit den neuen Sachen habe ich die Leute, glaube ich, alle, ne? Okay, so viel halten die jetzt nicht aus. Kein allzu schlimm Gegner auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt aber kurz erstmal, wenn ich das hinbekomme. Es ist zu sensibel. Harpien. Schöne Brüste. Okay, 32 geht voll klar. Ich wünschte, ich hätte für den Ereal auch was, wo der dann immer anteilig Energie zurückbekommt. Das wäre nice. Weil der macht so viel Schaden. Den müsste ich da wahrscheinlich nie heilen. Und das Blutschwert finde ich besser als nichts auf jeden Fall. Also da bleibt er natürlich auch immer weit oben, aber so ein bisschen mehr Saugfähigkeit würde ich mir schon wünschen. Gut, man kann nicht alles haben. Ja, okay, können wir auf jeden Fall auch. Nein! 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 Bist du bescheuert? Der ist verwirrt gewesen. Warum machst du das? Auf damit. So,
Okay, ein paar Berufsstufen immerhin bekommen. Die ist einfach nichts, oder was? Willst du mich verarschen? Ich werde warten, das kann nicht sein. Gut. Simurg. Whatever. Ja, was habt ihr denn alle gegen den Schwarzmagier? Warum greift ihr denn nicht die Kämpfer an? Ich meine, der kann vielleicht gefährlicher sein, aber da ich mit dem sowieso immer nur zuschlage, ist das vollkommen uninteressant. Na, dann müssen wir dann nochmal kurz heilen. Kein Problem. Bitteschön. Ja, ist das wieder schön. 528 Energie. Eisrochen. Nice. Coole Idee. 350. Okay. Ja, können wir auf jeden Fall auch im beschleunigten Modus absolvieren im Kampf. Oh, der ist so stark, der Aerial, ne? Ich finde ihn so gut. Ah, guck mal. Hier ist, glaube ich, der Magus, ne? Ich glaube, ich werde aber trotzdem erstmal kämpfen. Ach, wieder gegen drei Simurg. Nochmal einen kleinen Quicksave machen. Das finde ich schön. Ich mag das Geräusch, wenn stumpfe Waffen oft treffen. Dankeschön. Ach, Way ist aufgestiegen. Sehr schön. Habe ich nicht gerade gesehen, mach vorhin noch ein Quicksave, Idiot. Okay. Oh, schöne Musik. Wer wagt es? Niemand setzt ungestraft ohne Erlaubnis einen Fuß in die Hallen des Magiers Doka. Ergreift sie! Kupo! Ach, jetzt sind die Mokris! Die kennen wir auch aus späteren Teilen. Ich glaube, im siebten Teil sind die, glaube ich. Doch, natürlich. Oder war das der achte Teil? Ich weiß nicht mehr. Warte, sind das etwa. In der Tat, ihr seid die vier Krieger des Lichts. Die Kristalle haben also Menschen erwählt. Dann sollt ihr dieses erfahren. Dass die Dunkelheit über unsere Welt hineingebrochen ist, ist Xandes Schuld. Er war, wie auch ich, einst einer der drei Schilde des Großmagus Noah. Als Noah starb, vermachte er uns seine Gaben. Mir wurde die Magie zuteil, ohne in die Welt der Träume und Xande die Menschlichkeit mit der damit einhergehenden Sterblichkeit. Was? Urteil, ohne die Welt... Mir wurde die Magie zuteil... Ach so, Entschuldigung. Mir wurde die Magie zuteil, Unai, die Welt der Träume und Xande die Menschlichkeit. Okay. Doch Xande wusste das Geschenk unseres Lehrers nicht zu schätzen und stampfte wutentbrannt davon. Mit der Technologie des Volks der Alten kanalisierte er die Kraft des Erdkristalls, um die Lande mit dem großen Beben zu erschüttern. Aber der Erdkristall befand sich jedoch in Goldors Händen. Goldor? Nein, nein, das war bloß ein Stein, den ich erschaffen hatte, um Gold zu produzieren. Der Erdkristall muss sich noch irgendwo befinden. Xande hat die Kraft des Lichts gebannt und die Dunkelheit herbeigerufen. Ihre Macht will er sich zu eigen machen. Ein Jammer, wie tief er gefallen ist. Xande muss unbedingt aufgehalten werden. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Du kommst einfach mit. Ne? Also Kupo ist immer so ein Ausspruch, den die Mokris immer machen. Die kleinen süßen Viecher da, die hier aber Flügel haben. Ne? Ach, wie geil ist das denn? Das ist ein alter Magier, der den richtigen Schnubbi hat und sonst kein Gesicht, finde ich gut. Ich bin alt geworden. Xande vermag ich mit meinen Kräften nicht aufzuhalten. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich an dem Monster auf dem Weg zur Höhle des Kreises vorbeikommen würde. Oh, bitte nicht. Ich möchte jetzt nicht hier, Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich möchte jetzt nicht an den Wächterstatuen wieder vorbei. Durchgeschloss, erster Stock. Was sagst du? Meister Doka hat mir gesagt, dass Xande das große Erdbeben verursacht hat, Kupo. Xande war nicht immer böse. Doch als Großmagus Noah ihm die Sterblichkeit vermachte, wurde er wütend und verließ uns, Kupo. Was kann ich für euch tun, Kupo? Eronga, Steiner und... Hast. Beamen verbannen Gegner und teleportiert die Gruppe auf die vorherige Ebene zurück. Okay, das kenne ich auch aus dem ersten Teil tatsächlich. Bio ist eigentlich wie Gift. Und Feuer. Ja, ist halt natürlich Feuer. Ich brauche Geld. Der Lederhut kann weg. Au, der Feuerstab kann weg. Der Eisstab, die Eisstäbe können weg. Die Magierrobe kann auch weg. Ich weiß aber, warum ich die alle nicht verkaufe, weil ich die alle drin habe. 1500 bis Elixier nur her. Wie? Wicht? Wie kriege ich da nichts für? Krass. Alter, 8000 ist ja krass. Aber jetzt so langsam müsste ich dann. Ja, guck mal, Drachenpanzer. Das sind schon mal 4000. Wie viel brauche ich denn? Ich meine, ich kann die alle eh noch nicht zaubern, die Zauber, weil ich dafür noch, ich glaube, ich habe noch keine Stufe 6 MP angesammelt. Ja, macht ja nichts. Wikingerhelm weg. Wikingerrüstung weg. Gaia-Weste weg. Die Erdglocke weg. Golemstab.
Main Gorge kann auf jeden Fall weg. Thor Summer kann weg. Abwehr plus 1. Super. Ja, das reicht erstmal, denke ich. Genau, Bio und Beamen. Willy Beamish, recht herzlichen Dank. Erstmal ganz viel lernen wieder, ne? Zack, du machst Feuer, ja, sicher, Bio, ja, sicher und Beamen. So. Und das Coole ist, dass Eroga, weil irgendwie so dieses Erora, das habe ich ja nicht hier gelernt, das ist dann direkt schon Stufe 3. Und ich kenne das eigentlich nicht aus den Final Fantasy Spielen, dass das Aero nochmal eine Steigerungsform hat. Das finde ich eigentlich ganz nice. Was kann ich für euch tun? Ja, ist auch nichts Besonderes. Meisterin Una schlummert in einem Schrein südlich von Saronia und wacht dort über die Welt der Träume, Kupo. Ja, die habe ich ja schon kennengelernt, die junge Dame. Also, zumindest ich sie. Sie mich jetzt aber nicht, weil sie gepennt hat. Es riecht zweifelsohne nach Chocobo. Was? Kann ich mir jetzt hier einen holen, oder was? Versuchen wir es mal. Aber es gibt wahrscheinlich wieder nur Dicken, ne? Der fette Chocobo erscheint. Ah, ich krieg niemals was von dir. Aber schön, dass sich die Musik dabei endet, ne? Wenn er da ist. Wie viel Inhalt das aber schon hat. Also ich finde das echt bisher den dritten Teil richtig cool, weil der so viele Sachen hier auch hat, die man aus späteren Teilen eigentlich erst kennt. Finde ich richtig gut. Ihr wollt doch nicht wohl in die Höhle des Kreises, oder? Meister Doga? Das dürft ihr nicht tun, das ist viel zu gefährlich, Kupo. Die Höhle des Kreises führt in die Welt der Dunkelheit. Dort sind, Kupo, viele schreckliche Ungeheuer unterwegs. Passt bitte auf, dass euch nichts passiert, Meister Doga. Ups. Ja, okay. Diese Urnen erhalten Zauberwasser, Kupo. Da ihr den Segen der Kristalle empfangen habt, solltet ihr euch an ihnen heilen und wiederbeleben können. Dankeschön. Perfekt. Ja, nice. Das ist echt gut. Oh, was ist das? Heilpotion gefunden. Cool. Wer muss sich dieses Loch zwängen könnten? Machst du Witze? Da passt ein höchstens Wichtel durch. Ja, ich weiß. Lang. Und schon sind wir wieder klein. Natürlich möchte ich da rein. Bestens alle geschrumpft, dann kann es ja weitergehen. Das ist die Höhle des Kreises hier. Ach so, das war mir jetzt so nicht klar. Darf ich mich wieder zurückverwandeln? Nein, darf ich nicht. Okay, schade. Das ist äußerst bedauerlich. In Eureka werden Waffen aufbewahrt, die man als zu mächtig für die Menschheit erachtete. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, von ihnen Gebrauch zu machen. Es ist aber echt nötig, dass ich klein bin, ne? Ja, das sind Dämonenrösser. Wollt ihr mich verarschen? Echt, oh Scheiße. Also, ich meine, sonst habe ich dann immer so gegen so Leprechaun oder sowas gekämpft, natürlich. Da denke ich so, ja, okay. Aber, guckt euch das mal bitte an. Die treiben mich doch platt. Wenn ich bin am Schlafen. Ausgerechnet der Schwarzmagier. Warum das denn? Aber schön die Wichtelkarte. Natürlich sind beide Magier am Schlafen. Es tut so weh. Okay. Warte. Da fällt mir doch gerade was ein. Und zwar kann ich doch. Ja, finde das Feuer auch gut. Wegen dem Kampf. Siehste, Aero? Ich kann nämlich doch ein bisschen was machen, indem ich nämlich meine mit Magie behafteten 65 mache. Das ist echt so traurig. Nicht schon wieder pennen, Mann. Okay, ich muss mich alles mal heilen. Ja, es ist natürlich deutlich abgeschwächt, aber ich kann ja sehr gut trotzdem die Gegenstände benutzen, wenn sie schon Magie beinhalten, ne? Nein, nicht lernen. Zaubern. Genau. Einmal alle bitte heilen. Ja, sieht gut aus. Schön. Geht natürlich einen langen Weg in Hoffnung, dass hier irgendwo eine Kiste ist. Ist natürlich nirgends eine. Oh, sollte auch, ne? Ha! Ihr könnt mich mal. Ich habe jetzt hier voll die Taktik, ja? Achso, eigentlich kann ich ja auch mit dem, ne? Brauche ich halt meine ganzen. Also brauche ich ja nicht meine ganzen Zauber hier zu verschwenden. So. Was hast du? Eisgar. Alter.
fertig, ne? Würde ich sagen. Hey, Motherfucker! Und wie stark das ist? Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Dass ich auch nicht gedacht habe, dass ich meine blöden Gegenstände benutzen kann, ne? Untergeschoss. Gehen wir erstmal hier lang. Alter, Steingargol, Bovia, das sind voll die fetten Viecher, ey. Achso, wir machen das eigentlich. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Ich packe aber gleich die beiden Kämpfer nach hinten. Würde ich vorschlagen. Okay, die halten jetzt nicht so viel aus. Haha. Nicht getroffen. So, zack. Fertig. Ja, gut. Wieder zwei Level-Ups. So muss es sein. Gerade Eriel freut mich natürlich immer extrem. Formation. Genau, du gehst mal nach hinten. Du gehst auch nach hinten. Passt soweit. Schon wieder keine Kiste. Mein Gott. So. Ein Hinterhalt. Ja, super. Erst rein. Ja, nach dem Kampf mache ich dann nochmal einen kurzen Cut. Weil die Hölle des Kreises würde ich heute gerne auf jeden Fall noch beenden wollen. Und dann hoffe ich auch von den Waffen profitieren, die es hier gibt. Das wird es gewesen sein. Ja, sehr schön. Also man kriegt ja auch nicht wenig Erfahrungspunkte, ne? Ich weiß, ich habe gesagt, mach gleich einen Schnitt. Aber vielleicht kriegen wir zumindest die Etage noch hin. Stirb. Man immer sind natürlich auch die Zauber vom Wackwell erschöpft. Aber es ist halt Level 1. Da habe ich immer Level 2 und 3 und 4 und 5, ne? Also. Selbst wenn mich hier am Ende ein Boss erwartet, sollte ich noch genug im Pedo haben. Und ja, ich würde dann hier einmal kurz einen Cut machen. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder, wenn wir dann, ja, weiter die Höhle erkunden. Und ja, hoffentlich dann. Ja, okay, eigentlich Kämpfe sind okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kriege gute Erfahrung. Gut, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.